Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Autobahn-Polizeisimulator Teil 3. In dieser Folge werden wir wieder ein paar Verkehrskontrollen machen, und zwar diesmal mit Hauptschwerpunkt Busse. Kann natürlich kann natürlich sein, dass wir auch ein paar andere Fahrzeuge rauswinken, wenn die irgendwie auffällig unterwegs sind. Und ja, wir sind heute im Polizeibus unterwegs. Was mit dem Kombi passiert ist, fragt einfach nicht. Ich habe Dinge getan. Ich habe mir gedacht, ich mache so ein bisschen Werbung für die Polizeiwache. Das sieht doch richtig cool aus, wenn das Fahrzeug so ist. Es sticht direkt ins Auge und fragt einfach nicht. Seit wann ist hier ein Poster mit lauter Quietscheenten? Muss ich gerade mal aussteigen und nachschauen. Sie sind überall. Sie warten nur auf dich. Wirst du dich der Herausforderung stellen und alle finden? Jetzt mitmachen und Belohnung sichern. Das fällt mir gerade wirklich erst zum ersten Mal auf. Was soll uns das aber sagen? Ja klar, wir sind ja auch noch auf der Suche nach dem Quietscheenten-Club, aber wir haben irgendwie den Treffpunkt da nachts nicht ausfindig machen können. Es geht also noch spannend weiter. So, da hätten wir auch schon theoretisch den ersten Bus, aber ich finde, das wäre jetzt so einfach, wenn wir direkt den rauswinken. Übrigens wird die Folge wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Knapp 10 Minuten nur, weil ich, ja, habe so ein bisschen Zeitprobleme. Wir haben jetzt Samstag, den 6. August, und wir haben schon 6:30 abends. Und ich habe keine Folge mehr für morgen. Das heißt, ich habe keine Folge mehr für Sonntagmorgen 7:00. Ich muss die Folge noch hochladen, Thumbnail erstellen und so weiter und so fort. Es wird ein bisschen zeiteng, muss ich sagen. Deswegen, Folge wird wahrscheinlich nicht so lang. Wahrscheinlich. Wenn natürlich irgendwas dazwischen kommt, dann ja, muss es natürlich wieder länger gehen, weil wir wollen ja alles ordentlich lösen und aufarbeiten. Ja, natürlich im Gegenverkehr wieder ein Bus unterwegs, wie meistens. Parkplatz gestohlen und bewegt sich nun auf der A56, Fahrtrichtung Fürstensil. Wagen 17 hier. Ich glaube, genau so einer hat uns gerade überholt. Wir hängen uns dran. Habt ihr das Nummernschild? Ja, ich schicke es euch. Natürlich gibt es jetzt wieder keine Busse. Immer das, was wir kontrollieren wollen, hauptsächlich, ist nicht da. Sehr toll. Nochmal Wagen 17. Wir haben das Fahrzeug angehalten und den Fahrer auf unsere Rückbank verfrachtet. Er hat netterweise zugegeben, dass er gestohlen hat. Wir kommen gleich zur Wache. Jetzt wartet nur noch der Minivan auf seine Abholung. Gute Arbeit. Und das Auto, macht euch keine Sorgen. Wir kümmern uns um den Rest. Ich sehe was. Ich glaube, da vorne ist ein Bus. Gerade am blauen Schild vorbeigefahren. Ich würde sagen, den schnappen wir uns. Wir hatten jetzt in den letzten Folgen viele LKW-Kontrollen. Davor hatten wir einige Fahrzeugkontrollen. Jetzt sind auch mal Busse dran. Demnächst kommen dann wahrscheinlich wieder Atomtransporte. Wir müssen mal schauen. Die Intuition funktioniert gerade wieder nicht, beziehungsweise nur bei dem Fahrzeug hinter uns. Das interessiert uns aber nicht wirklich. Und ja, deswegen, wir ziehen den einfach mal raus. Mal schauen. Lokis Reisen. Ich will noch schnell meine Weste anziehen. Man hat hier eigentlich noch so viele Sachen mit dabei. Ich meine, den Besen kann man ja bei manchen Aufgaben nehmen. Den Feuerlöscher hat man nur einmal in dieser Spezialmission verwenden können, aber nicht mit diesem Fahrzeug. Dann haben wir die Warnweste. Wir haben ein Warndreieck, das wir nie aufstellen. Was in dem Koffer ist, ich will es lieber gar nicht wissen. Bei den Fahrzeugkontrollen sind in den Koffern gerne mal irgendwelche Waffen noch drin. Keine Ahnung, was da drin ist. Das könnten Leuchtfackeln sein in der blauen Kiste oder so. Bin ich mir aber nicht sicher. Sieht irgendwie merkwürdig aus. Und unsere Pylonen natürlich.
Wäre schön, wenn man das alles ein bisschen mehr verwenden könnte. So, ich renne gerade mal. Der Fahrer hat ja bestimmt keine Zeit. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Wieso haben Sie mich angehalten? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Ich würde gern Ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere sehen. So, dann schauen wir doch gerade mal. D, das passt. Gesicht passt. Paul Albrecht passt. Dann brauche ich noch einen Nachweis zu Ihren Lenk- und Ruhezeiten. Trommelwirbel, es wird spannend. Da muss man aber sagen, gibt es wirklich sehr wenig Probleme bei uns. Alles in Ordnung, danke. Sieht alles in Ordnung aus. Bitte warten Sie kurz. Ich muss Ihr Fahrzeug kontrollieren. Jo, schauen wir einfach mal. 2,48. Wird bei Bussen bei Verkehrskontrollen eigentlich wirklich eine Gewichtskontrolle gemacht? Bei LKWs, klar, weil die können ja andere Fracht geladen haben und so weiter und so fort, zu viel Fracht geladen haben. Da ergibt es schon Sinn, aber beim Bus... Ich meine, Hauptfracht sind die Menschen, die mitfahren. Und da weiß man ja schon vorher so im Schnitt, wie viel da so eine Person wiegt. Man hat ja so und so viel Sitze. Das Fahrzeug wird natürlich dann für ein paar Leute mehr ausgelegt sein. Fracht, ich denke nicht, dass da irgendjemand schwere Goldbarren mit transportiert. Fahrzeug ist überladen. Was hat er denn bitte alles geladen? Na, aber jetzt mal wirklich, wird das in der Realität gemacht? Wiegt man Busse bei Verkehrskontrollen? Warnleuchte natürlich auch am Start. Warnträger ist am Start. Verbandskästen wird es wieder spannend beim Haltbarkeitsdatum. Ja, das ist natürlich auch schon ein bisschen her. Nächste Frage ist jetzt, darf der Bus weiterfahren, wenn er überladen ist? Theoretisch würde ich sagen, nein. Aber den Fahrer dafür festzunehmen, wäre auch ein bisschen hart gegriffen, würde ich sagen. Was mich aber jetzt am meisten interessieren würde, wie kann dieser Bus überladen sein? Es sind keine Fahrgäste drin, Fracht kann ich leider nicht nachschauen. Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen soll. 7.22. Wir haben August 22. Da bin ich mir nie so sicher. Eigentlich kürzlich abgelaufen. Ja, genau. Ist in Ordnung. Passt. Weil abgelaufen ist abgelaufen eigentlich. Ja, Fracht kann ich nicht nachschauen. Ich kann auch nicht in den Bus reingehen. Und wir sehen es, es sind keine Fahrgäste drin. Wie kann dieser Bus überladen sein? Wie geht das? Würde mich brennend interessieren. So, Herr Busfahrer, ich habe jetzt ein Problemchen. Ich weiß nicht, was ich genau machen soll. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ich weiß echt nicht, was ich gerade machen soll. Haben Sie Drogen oder andere Rauschmittel konsumiert? Nein, so ein Unsinn. Schade, dann hätte ich wenigstens einen Grund, den festzunehmen. Einen ganz sicheren Grund. Warum ist es blau? Ach, keine Ahnung. In Ordnung, das glaube ich Ihnen. Ich habe keine Ahnung. Fahrzeug überladen. Normalerweise glaube ich, wenn ein Fahrzeug... wenn ein Fahrzeug überladen ist, ist, glaube ich, die Weiterfahrt untersagt, bis das Fahrzeug das zulässige Gewicht hat. Somit wäre ja theoretisch Verhaftung nicht fahrtüchtig, aber er wird hier wieder der Oberbulle sein und wahrscheinlich seine Waffe ziehen und die Handschellen, keine Ahnung. Ich sage einfach mal, es ist nicht fahrtüchtig. So kann ich Sie nicht weiterfahren lassen. Aber keine Handschellen, Digga. Beruhig dich. Das ist doch völliger Unsinn. Ich weiß nicht, was Sie gefunden haben wollen, aber ich kann Ihnen versichern, ich habe nichts falsch gemacht. Dennoch muss ich Sie leider mitnehmen. Nee, mitnehmen eigentlich nicht, aber... Das ist etwas übertrieben, findest du nicht? Lass den Herrn fahren. Ja, das ist halt die Sache. Ich wusste jetzt nicht, aber... Wenn das Fahrzeug überladen ist, dann hat es ja eigentlich keine Straßenzulassung mehr, oder? In dem Moment. Also somit ist es nicht... Ist die Weiterfahrt ja eigentlich untersagt, oder? Ich
kenne mich mit so Frachten und Gewichten bei Fahrzeugen nicht wirklich aus. Ich fahre ein Auto, selten überladen, also keine Ahnung. Polizeikontrollen eh noch nicht gehabt. Ich sehe die Polizei eigentlich auf der Straße eh so gut wie nie. Ja, keine Ahnung. Wird ein Bus überhaupt gewogen? ist die erste Frage. Dann ist die nächste Frage, wenn das Fahrzeug überladen ist, darf es dann weiterfahren? Eigentlich, ich würde sagen persönlich, nein. Wenn Fahrzeug überladen, dann muss Fracht umgeladen werden auf ein anderes Fahrzeug, dass das zulässige Gesamtgewicht wieder eingehalten wird und somit das Fahrzeug wieder verkehrstüchtig ist quasi oder straßenfähig. Verhaftung, klar, war jetzt in dem Fall nicht angebracht, aber ich kann ja nur auswählen, verhaften und nicht fahrtüchtig oder keine Ahnung, nicht, was da steht. Weiß ich gar nicht mal auswendig. Aber Bußgeld finde ich zu lasch, wenn das Fahrzeug überladen ist, ganz ehrlich. Fragen über Fragen. Na gut. Ich würde sagen, das war's schon für die Folge, weil ich wollte es ja nicht so lang machen, damit ich es noch schaffe hochzuladen und so weiter und so fort. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr jetzt in dem Fall reagiert hättet. Und vielleicht wisst ihr es ja sogar, wie man in diesem Fall jetzt so richtig gehandelt hätte. Ob nur Bußgeld und dreifaches Du-Du-Du, weil zu schwer. Oder ob man wirklich gesagt hätte, schickt einen LKW vorbei, wir laden die Fracht um und weiter geht's. Oder schickt einen weiteren Bus, wir laden die Fahrgäste um. Ist irgendwie alles ein bisschen blöd bei einem Bus, finde ich. Keine Ahnung, ich bin ja von Grund auf überfordert, dass ein Bus überhaupt gewogen wird und dann der Bus ohne Fahrgäste überladen ist. Na gut, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.